Hi Leute, willkommen zurück zu einer neuen Folge der Hausbaureihe an diesem Sonntag. Und diese Hausbaureihe ist etwas ganz Besonderes und das ist auch nur diese Woche so, keine Sorge. Denn diesmal bin ich nicht allein. Diesmal ist eine nette Begleitung dabei und die möchte sich bestimmt gern selber vorstellen. Möchte ich das? Ja, Okay. musst du. Ich bin Daydream oder Day. Vielleicht kennen mich ja einige von Grants oder von Steffys Dreams. Und Steffi hat mich gefragt, ob ich einmal in einer Folge der Hausbaureihe dabei sein möchte. Und ja, deswegen bin ich jetzt hier. Und keine Sorge, nach einer Folge bin ich wieder weg. Ihr Ja. müsst euch keine Gedanken machen. Für heute können wir sie alle mal ertragen. Und Daydream schaut auch sehr begeistert die Hausbaureihe, habe ich gehört. Ja, Und natürlich. deswegen hat sie natürlich auch Erfahrung, was das Gebiet angeht. Wir haben uns auch schon vorher ein bisschen was überlegt, was wir machen können. Wir sind zwar nicht auf viele Ideen gekommen, aber wir haben uns Mühe gegeben. Und werden jetzt Ja. einfach mal schauen, wie viel wir in der Folge schaffen werden. Das Problem ist halt einfach, das Thema Sonnenuntergangssuite ist irgendwie echt schwer umzusetzen. Habe ich letzte Folge schon gesagt. Ist so. Keine Ahnung, was soll man da machen? Der grobe Grundriss ist ja eigentlich soweit gegeben. Ich bin mir immer noch unsicher, ob der Tisch parallel, also mittig zu der Wand stehen soll oder Ja. mittig zu der Küche. Das ist so schwierig. Ich hasse das. Aber ich glaube, so ist besser, oder? Ja, mittig zur Wand passt besser. Wirkt symmetrischer. Gut, was den Rest angeht. Ich würde, glaube ich, erstmal für ein bisschen andere Beleuchtung sorgen. Das ist, glaube ich, immer ein bisschen angenehmer, wenn nicht mehr diese hässlichen Lichter da sind. Ich dachte dabei eigentlich ja an diese Lampe hier, weil die kann man wie eine Sonne gestalten. Also wenn ich Ja, die jetzt stimmt. einfach, nicht jetzt einfach in Gelb gestalte, dann sieht die aus wie eine Sonne. Ja, das Total. passt. Das ist. Das ist eindeutig eine Sonne. Ja, definitiv. Day sitzt übrigens gerade die ganze Zeit neben mir, deswegen kann sie mir natürlich auch Ja, zuschauen, genau. während ich hier baue und weiß immer, was ich mache. Andere Leute wissen vielleicht, dass man das auch ganz einfach über Skype-Übertragung machen kann, aber für alle, die das nicht Nee. wissen, Day sitzt neben mir. Genau, ich bin extra zu Steffi gefahren, den Ja. ganzen Weg. Ist ja auch gar nicht so weit. Nur so ein paar hundert Nee. Kilometer. Gut. Jetzt hat das Licht auch mal geupdatet. Hier vorne sieht es eigentlich schon ganz gut aus von der Beleuchtung her. Das würde ich eigentlich so lassen. Das ist viel zu hell. Einmal abdunkeln. Ich glaube, hier machen wir den ganzen Raum vielleicht in Flamme, weil es ist immerhin Sonnenuntergangsthema. Ich glaube, da sollte das wirklich in den Farben sein. Und dann braucht es hier noch ein bisschen Licht. Ah ja, genau. Ich glaube, da werde ich dann jetzt schon mit meiner Wandidee kommen. Denn das hat auch was mit Licht zu tun. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, an welchen Wänden ich das haben will. Das macht das ein bisschen komplizierter. Aber ich kann dir erstmal zeigen, wie meine Idee so war, wie man die Wand eventuell gestalten könnte. Ich hatte mir da ein bisschen was überlegt. Eure Ideen, was man machen könnte, waren, muss man auch ehrlich sagen, ein bisschen spärlich. Ich hatte mir da mehr Mitarbeit erhofft. Aber ich hatte dir genauso wenig Ideen wie ich, was man da jetzt hier machen kann. Vielleicht ergibt sich ja in der heutigen Folge noch ein bisschen was. Und zwar, jetzt muss ich ja halt die richtige Farbe finden. Ich wollte das irgendwie in einem Rotton gestalten, diese Wand hier. Kann man sich jetzt bestimmt schon denken. Echt? Oh. Ne, eigentlich sollte sie am Ende grün werden, aber ich teste gerade noch ein bisschen was. Erstmal so mit Komplementärfarben arbeiten, dann wird das Genau, schon. genau. Und dann muss ich noch die richtige Lampe für finden. Welche wäre denn gut? Ich möchte natürlich versuchen, so wenig wie möglich Store-Sachen jetzt zu verwenden für den Anfang. Und gerade bei solchen Sachen, glaube ich, muss das nicht sein. Ich hätte gern. Ja, das war ein Motorrad. Ich hätte gerne eine runde Lampe. Aber ich glaube, die haben wir ja gar nicht. Gibt es keine runden Wandlampen? Ernsthaft? Offensichtlich nicht, ne. Mir fällt jetzt auch keine ein, wo ich sagen würde, ja, die. Ja. Ich nehme einfach mal die hier. Und zwar in Gelb.
wie eine Sonne halt. Das ist das vorherrschende Thema. Und dann mache ich die dunkler. Und dann wollte ich die so auf den Boden, aber das funktioniert leider nicht wirklich. Ich wollte das irgendwie so machen. Das war jetzt irgendwie so eine Idee von mir, aber ich habe das Gefühl, das funktioniert nicht wirklich. Ich hatte gehofft, dass das irgendwie... Wie Scheinwerfer, so nach oben? Ja, dass das aussieht wie Sonne, die untergeht. Ach so. Aber das funktioniert nicht wirklich richtig mit der Wand. Also das sieht halt irgendwie ziemlich langweilig aus. Ich hatte gehofft, dass es irgendwie farblich mehr Veränderung reinbringen würde. Weißt du, was ich meine? Dass es halt hier intensiver aussieht. Dann war noch eine Idee. hier. Also ich probiere jetzt einfach, glaube ich, mal ein bisschen rum, weil ich glaube, das ist ziemlich wichtig, wie man die Wände gestaltet. Das bringt, glaube ich, das ganze Flair rein. Besonders bei diesem Thema, bei der Unterwasserwelt, hatten wir ja die Deko, und aber ich glaube, es gibt nicht so viele Sonnenuntergangsdeko. Ja, leider. Aber das Thema an sich ist halt zu cool, als dass ich das jetzt nicht verwenden möchte. Wie sieht so ein Sonnenuntergangshimmel hauptsächlich vom Farbton her aus? Der Himmel ist ja meistens schon ein bisschen dunkler und wird dann halt zum Boden hin heller, weil da die Sonne ja untergeht. Ja. Da würdest du ja sagen so, also ich meine, der Himmel ist an sich ja eigentlich blau. Ist ja eigentlich nur da, wo die Sonne untergeht, andersfarbig. Aber wir wollen da ja natürlich schon so einen richtigen, intensiven Sonnenuntergang hinlegen. Eigentlich. Ist halt schwer. Aber ich gebe mein Bestes. Okay, das sieht nicht wirklich besser aus. Das sieht eher schlimmer aus. Ja, läuft gut. Läuft super hier. Wie wär's denn mit gelbem Licht? Wow. Oh. Das ist intensiv. Orange sieht ganz gut aus. Ach guck, orange sieht direkt besser aus, oder? Das ist eigentlich ganz cool. Ja, wenn man sich so vorstellt, das ist das Meer und dann der Himmel. Ich meine, die Farben sind auch total schlecht. Also, der Farbverlauf und alles. Aber an sich ist das ja eigentlich schon so ein bisschen so, wie ich mir das vorgestellt habe. Zumindest mehr als eben. Das ist eigentlich ganz cool. Ich glaube, also ich werde das jetzt mal, also ich meine, ich hatte die Idee schon vorher, dass ich das hier nehmen könnte, aber bin mir noch nicht so ganz sicher, ob das okay ist mit der Struktur und allem. Wenn ich das jetzt blau mache, das sieht doch direkt mehr nach Meer aus, oder? Cool. Stimmt. Das hat was von mir. Dass es glänzt, ist ja nicht schlimm, oder? Nö. Jetzt brauche ich noch was für den Himmel. Vielleicht ein Textil. Das könnte gehen. Ich hätte halt, am liebsten hätte ich hier halt so einen Farbverlauf drin gehabt, dass das hier halt von gelb nach rot geht oder sowas. Aber da, ich hatte, glaube ich, letzte Woche schon, nachdem ich das aufgenommen hatte, alle Wandbelege einmal durchgeguckt, ob es irgendwo sowas gibt, und habe ich nicht gefunden. So. Ich dachte mir, dass ich das hier so akzentuell für jede Wand einzeln mache. Weil hier würde das ja auch hinpassen. Das sieht sehr eigenartig aus mit dem Schreibtisch.
Vielleicht eher so. Dann hätte man hier halt so ein bisschen Wasser mit Sonnenuntergang hier und da. Und ich glaube, das ist dann auch das Wichtigste, wo das sein sollte. Ja, würde ich auch sagen. Ich hätte gerne noch eine andere Wandfarbe hier drin, weil weiß möchte ich auf jeden Fall haben, aber irgendwas anderes hätte ich noch gerne. Hast du irgendeine Idee, was hier noch passen würde? Also wir haben ja Rot, dieses Rot-Blau. Dann das Gelb. Ich dachte eher so ein Stein oder eher Holz. Ich glaube, warte mal, ich habe eine Idee. Jetzt kommt's. Stein passt hier ganz gut. So von wegen wie steiniger Strand, dachte ich jetzt so ein bisschen. Ja, stimmt. Ich dachte an den hier. Vielleicht. Ja, ich glaube, auf jeden Fall hier. Oh ja, stimmt. Und. Ja, das Ganze dann halt gestalten. Das ist auch ein bisschen natürlicher aussieht, ich weiß nicht. Bin nicht so ein Fan dieser Farben. Das ist mir irgendwie zu grün. Okay. Und dann die noch. Also halte ich eigentlich für eine ganz coole Idee, die Wand so zu gestalten. Das sieht auf jeden Fall cool aus. Ich mag diese Steine auch sehr gerne und die sind irgendwie, keine Ahnung, passen gut dazu. Ich glaube, da an der Wand wird das auch noch okay und dann ist das, glaube ich, auch nicht zu viel. Oder? Ich weiß nicht, ob diese Wand ein bisschen zu viel ist, aber... Wie, die Steinwand? Oder? Nee, dass halt einfach hier alles mit diesem Rot-Blau ist und dann die Steinwand, ne, wieder dieses Rot-Blau. Ich weiß nicht, ob es zu viel ist. Und da das Weiß dazwischen fehlt, aber ich finde, es macht halt Sinn an der Stelle. Und ich möchte ja eigentlich auch dieses Detail mit der Wand verwenden. Ich könnte natürlich auch hier das nochmal machen. Das macht natürlich die Leselampe sinnlos, aber vielleicht sieht das so auch cooler aus. Naja, die Leselampe ist ja ungefähr an der gleichen Stelle wie die halbe Sonne, oder? Ja, es ist ein bisschen höher. Okay. Achso, ja dann. Sonst hätte man denken können, das ist so die Sonne an diesem Platz. Bisschen runder. Wenn das halt so halbrund wäre. Ja. Das wäre so schön. Es gibt halt diese Lampe, aber die ist in die falsche Richtung halbrund. Das ist so schade, dass es da nichts gibt, was ein bisschen... Ich meine, ich könnte das hier nehmen. Aber das ist auch nur eckig. Ich meine, sieht das mehr nach Sonne aus als das andere? Ich finde ja nicht. Nee, das andere ist immerhin noch ein bisschen rund. Ja. Dann werden wir erstmal die nehmen. Das ist halt die Frage. Ich glaube, dann brauchen wir die nicht mehr unbedingt. Die Lampe. Und ich überlege halt, ob das hier auch wieder zu viel ist. Aber eigentlich ist das ja schon normal, dass man immer Lampen am Bett hat. Ich finde, hier braucht es auf jeden Fall noch eine Lampe. Ist immer in die Küche, da braucht es ein bisschen Helligkeit. Nur... Welche? Oh! Gute Frage. Oh. Wie wär's mit der Lampe? Die ist auf jeden Fall rund. Ja. Und wenn ich die mit dem Metall kombiniere, sodass die untere Hälfte vielleicht gar nicht so wirklich auffällig ist, vielleicht sieht das dann besser aus. Ja. Ein bisschen.
bisschen dunkler vielleicht noch. Naja, obwohl. Okay, probieren wir das nochmal aus. Das sollte soweit einigermaßen hinhauen und das dann in Orange. Okay, cool. Wow. Dann müssen wir welche Lampe wir stattdessen nehmen. Ich ignoriere die nur immer so gern, weil die eigentlich ziemlich unförmig aussieht. So, und da noch. Ja, das passt auf jeden Fall besser. Mhm. Orange, abdunkel und orange, total spannend. Ja, das sieht schon mal ganz cool aus. Also das finde ich echt ganz cool. Ich bin halt nicht ganz so zufrieden, dass die... Obwohl, der Himmel sieht eigentlich ganz cool aus, weil das hier oben auch dunkler wird. Und weil dieser Schatten auch so rund ist von der Lampe. Ja. Also passt es eigentlich. Ja, also ich find's eigentlich schon ganz gut, weil falls ihr irgendwie eine bessere Idee habt, wie man das stattdessen machen kann, aber das ist jetzt das Beste, was mir eingefallen ist und ich bin eigentlich ganz zufrieden damit, muss ich schon sagen. Find's schon ganz in Ordnung. So, dann würde ich mal an die allgemeine Gestaltung gehen. Ja, ich glaube, was das Holz angeht, bleibe ich, glaube ich, dabei, was ich hier überall als Holz habe. Weil das ist ja auch so ein bisschen... Ja, es passt ja zu Sonnenuntergang eigentlich auch ganz okay. Geht eher so um die Farben. Zum Beispiel bei dem Sessel hier kann man hier auf jeden Fall mit anderen Farben arbeiten. Das ist nicht besonders sonnenuntergangsmäßig. Hä? Warum? Wow. Danke. Das würde ich dann halt auch in diesem dunkelbraun machen. Und dann... Ich glaube... Tja, einen roten Sessel. Ja. Ich habe übrigens gerade... Ja, bitte. Ich habe übrigens gerade hier die Kommentare schön offen. Und da wurde auch noch vorgeschlagen zu dem Sonnenuntergangszimmer, dass man da die Vorhänge aus Jahreszeiten nehmen kann, die diesen Farbverlauf herstellen. Ja, also, genau. Das würde ja auch auf jeden Fall zu den Fenstern passen. An sich ja, das Problem ist nur, Problem ist nur an welchen Fenstern? An denen, ja, könnte man es machen. Nur ich glaube, also die Vorhänge an sich sind cool und ja, das könnte man definitiv machen, habe ich auch gelesen. Aber es funktioniert halt so schlecht mit den Fenstern. Ich meine, ja gut, hier könnte man das machen. Das wäre eigentlich so ziemlich der einzige Ort, wo das geht, weil bei den Fenstern kann man es definitiv nicht nutzen. Das ist auch zu klein. Dann könnten wir das höchstens hier machen. Aber hier können wir das auf jeden Fall mal machen. Mal gucken, wie das aussieht. So, okay. Einmal gucken. Ich glaube, das müsste auch so ein Rot werden. Und das hier dann in so einem schönen Gelb. Ich meine, das sieht echt toll aus. Ist eigentlich schon so, wie man es gern haben möchte. Ja, doch, das ist ganz cool. Und dann... Ah, nein, Moment. Ist das denn blau? Naja, das sieht jetzt irgendwie spanisch aus, finde ich. Ich weiß zwar nicht warum, aber ich finde, es sieht spanisch.
Frag mich nicht. Ja, stimmt. Ja, jetzt stimmt. So oben rot, in der Mitte gelb. Also mit dem Blau dazu irgendwie sah das irgendwie spanisch aus. Ich weiß auch nicht warum. Also, dass das hier unten auch rot ist, ist halt ein bisschen blöd, aber an sich ist der Übergang eigentlich ganz cool. Mhm. Und ja, wenn wir schon das hier als Möglichkeit für einen Farbverlauf haben, würde ich das auf jeden Fall auch gerne nutzen. Ach ja, was diese holographischen Bilder angeht, die auch jemand erwähnt hat, dass man die mal ausprobieren soll, haben wir vorher angeguckt. Day ist mein Zeuge. Es gibt nichts, ja, was irgendwie sonnenuntergangsmäßig aussieht, leider. Es gibt zwar dieses eine Strandbild, aber das ist ja halt tagsüber. Das haben wir ja auch schon im Wellness-Bereich benutzt. Moment, da, hier, diese Palmen. Das passt halt nicht wirklich zum Sonnenuntergangsthema. Aber ich finde, echt allein durch die Wände kommt das Thema schon ganz gut rüber. Mhm. Durch das Licht auch einfach. Ja, ist schon ganz, ganz in Ordnung. Mache ich das vielleicht auch ein bisschen dunkler? Ja, ich glaube, so passt das. Ja, ich finde das so vom Licht auf jeden Fall in Ordnung. Ansonsten war ja die Idee auch dabei, dass hier nicht so viel farblich verändert wird. Ich würde hier auf jeden Fall das hier in dunkelrot machen. Mhm. Passend zum Thema. So. Ich meine, der Stuhl mit den Wellen würde eigentlich auch zu dem mit der Wand passen. Schwierig. Ich lasse ihn mal so. Aber das hier möchte ich auf jeden Fall anpassen. Ich weiß nur noch nicht so was. Ich glaube, da möchte ich auch gelbe Stühle draus machen, aber anders. Ja, oder soll ich die alle gleich lassen? Ich mein, quasi Massenbestellung fürs Hotel. Einmal. Ja, genau. Von allem 100 Stück. Ja, es würde auf jeden Fall logisch Sinn ergeben. Aber anders, also ich meine, für die anderen beiden Räume müssen wir sowieso das thematisch noch ein bisschen umgestalten. Also der Stuhl würde da wahrscheinlich wieder reinpassen, aber die Stühle wahrscheinlich eh nicht. Aber ich meine, was spricht dagegen, etwas Gleiches nochmal zu verwenden, wenn es eh passt? Jetzt habe ich aber auch noch nicht das Problem gelöst, dass ich hier noch Licht wollte. Weil hier eigentlich noch ein bisschen Licht fehlt. Hier könnte ich die Lampe nehmen. Habe ich die hier unten verwendet? Ja. Dann nehme ich einfach die gleiche nochmal. Massenbestellung. Packe ich die über die Spüle. Oder vielleicht auch nicht über die Spüle, weil es da viel zu hell ist. Das Weiß leuchtet dann so ein bisschen, ja, zu sehr. Ja. Dann mache ich es in die Mitte der Wand. Oh, ich hasse das, dass das so leuchtet. Das Problem ist nur, ich mag nicht, dass das hier so anders aussieht, farblich. Warte mal, ist das überhaupt nicht die richtige Farbe? Das müsste doch die gleiche Farbe sein. Das passt sich halt dieses orangefarbenen Lichts an. Aber das nicht. Und das ist ein bisschen nervig. Wie sieht das Ganze eigentlich tagsüber aus? Muss noch updaten? Ja, tagsüber sieht es halt nicht ganz so cool aus, aber das Resort strahlt ja eigentlich auch erst nachts. Das ist ja so ein bisschen der Sinn dahinter. Deswegen machen wir einfach direkt wieder dunkel, da sieht es besser aus. Licht aus und alles wird gut. Ja. Flickert auch. Jemand hat auch gemeint, ich soll dann einfach Palmen aufstellen, weil es auch so ein bisschen Sonnenuntergangsflair bringt. Aber bei Sims 3 ist es doch so, die Sims haben immer ziemlich Probleme, dann irgendwo durchzukommen, wenn irgendwas steht, ne? Meinst du hier? Schaffen die das? Kann man denen das zutrauen? Das weiß ich nicht. Also die Palme ist halt auch ein bisschen zu groß für die Ecke hier, muss ich sagen. Ich könnte die höchstens da hinstellen, da wird sie passen. Aber ich glaube, das lasse ich lieber frei. Ich könnte sie hier drüben hinstellen. Das ist auf jeden Fall möglich. Das Problem ist halt, dass die halt nach hinten auch so breit.
weit ist. Das ist so schade, dass man die jetzt so mitten in den Raum nur stellen kann. Und überhaupt nicht wirklich wirklich an die Wand. Also hier kommen sie auf jeden Fall rum, wenn man das so hinstellt. Ich finde, das sieht eigentlich total gemütlich aus sogar mit dieser Palme. Aber ich denke, hier passt es nicht hin. Aber irgendwas möchte ich hier schon noch gern haben. Ich glaube, dann irgendein Beistelltisch. Also nicht ein Beistelltisch, ein Kaffeetisch. Gibt es irgendwas Sandmäßiges? Ich glaube... Na, das hier? Der ist mit Stein gefüllt. Aber der ist zu groß. Ja, oder ich nehme wieder den. Weil irgendwas hätte ich hier schon noch gern, was Kleines. Ja, leider sind die meisten Tische entweder zu groß oder zu unförmig. Oder sie passen halt einfach nicht zum Thema. Ja. Aber ich nehme Glastisch, der passt immer. Glas geht immer. Ja. Vielleicht können wir hier auch mal ein paar Kerzen draufstellen oder sowas. Ich meine, es ist klar, dass hier Kerzen dazu passen, aber die meisten Kerzen sind halt aus dem Store. Also, Kerzen, die nicht aus dem Store sind, sind ja eigentlich nur die, die es im Hauptspiel gibt und die sehen weder hübsch aus, noch bringen die besonders viel Licht. Aber ich meine, wir brauchen ja jetzt eigentlich auch gar kein wirkliches Licht mehr. Deswegen geht das vielleicht sogar. Ich habe das diesmal in rosa eingestellt, weil das ja sowieso ein rosa Licht ist. Das sieht irgendwie auch ganz cool aus. Ja, und ansonsten können wir hier mal die Kerzen suchen. Oh Gott, das ist... Ah, nee, da waren sie schon. Jemand meinte mal zu mir, die gäbe es im By-Debug-Menü. Und ich denke mir so, nein, die gibt es im ganz normalen Spielmenü. Aber die sieht halt wirklich nicht schön aus. Nee. Überhaupt nicht, leider. Aber wir werden hier trotzdem die ein oder andere aufstellen. Falls man mal eine Kerze gebrauchen kann. Und weil das Ganze hier auch so ein bisschen auf das Thema Romantik ausgelegt ist. Und da zählen Kerzen ganz klischeehaft dazu. Okay. Ja, das ist... Okay. Vielleicht mache ich das nochmal so ein bisschen in so einem hellen Holz, in diesem treibholzmäßigen Ding. Wie, warum eigentlich nicht das hier als Treibholz? Das sieht eigentlich ja schon fast aus wie Treibholz. Gut. Dann haben wir da noch so ein kleines Tischchen. Und das sieht ein bisschen sehr, sehr hell aus. Aber ich glaube, das liegt an der Kerze, die da ist. Weil die Kerze halt nicht in diesem Flamme ist, sondern die sind halt in diesem Rosa. Und das wäre Flamme. Und das ist rosa. Ich meine, so viel Unterschied ist das gar nicht, aber ich würde das schon gerne in rosa gestalten. Ja, ich bin eigentlich fast schon der Meinung, das war's für den Raum, weil ich weiß jetzt gar nicht, was man da noch so viel machen kann. Ich hätte noch eine Idee für ein Bild. Ein Bild, was ich auf jeden Fall gesehen habe. Hier, Pyramiden bei Sonnenaufgang. Es ist kein Sonnenuntergang, es ist ein Sonnenaufgang, aber es passt thematisch. Solange niemand die Beschreibung liest, dann passt das schon. Liest doch eh keiner die Beschreibung. Wer liest schon Beschreibungen? Frag mich nur, wo es am besten passt. Und hier... Ich werde überlegt, hier oben drüber. Ich glaube, die packe ich hier oben drüber. Also da geht es, glaube ich, jetzt eher erstmal nur noch um die Dekoration. Ich habe ja eigentlich auch gesagt, die anderen Räume werden nicht ganz so lang dauern, weil wir da ja schon die Grundstrukturen ein bisschen festgelegt haben. Im ersten Raum. Das Badezimmer können wir natürlich auch noch machen. Hierüber hätte ich natürlich gerne noch ein Bild. Gibt es denn da noch irgendwas, das wie ein Sonnenuntergang ist?
Das hier ist, glaube ich, auch alles nicht. Nee. Das sieht ja leider alles nicht aus wie Sonnenuntergang. Ist das Problem. Ja, aber ich würd hier sonst gern sowas in der Richtung hin machen, aber. Ja, keine Ahnung, einfach irgendwie. Ja, die Wand ist auch ohne Bild schon recht leer. Ich kann natürlich einfach wieder das hier nehmen, weil ich hatte ja eigentlich so ein bisschen gesagt, dass ich das vielleicht in jedes Hotelzimmer hängen möchte. Und dann kann ich das einfach dahin hängen. Auch so ein bisschen als Platzfüller. Aber das ist ja auch so ein bisschen der Sinn dieses Bildes dann im Endeffekt. Dass jedes Hotelzimmer in passender Farbe dieses Bild hat. Okay. Finde ich eigentlich in Ordnung. Kann man machen, finde ich. Mhm. Passt auf jeden Fall gut an die Wand. Und wenn du es eh in jedem Raum verwenden wolltest, dann passt es dir super. Ja. Der Teppichboden, der sollte ja hier unten, sollte der so ein bisschen Sandboden verbildlichen. Hier weiß ich halt nicht genau, ob das auch passt. Ich meine, wir gehen jetzt irgendwie so ein bisschen von so einem Szenario aus, dass man am Strand ist und ja, zum Meer schaut, wo gerade die Sonne untergeht. Das ist so ein bisschen das Szenario, was ich mir da denke, in diesem Raum. Ich meine, da würde natürlich... Ja, da würde Sand passen. Ja, da würde Sandfußboden passen. Andererseits könnte man natürlich auch anderen Fußboden nehmen. Man könnte aber auch konstant bei allen Räumen bei dem Boden bleiben, weil es sowieso schöner, gepflegter Teppichboden ist. Ah ja, und jemand meinte auch, ich soll unter die Miniküche Fliesen legen. Weiß nicht, also ich kenne das eigentlich nur so, dass im ganzen Raum Teppich ist. Allerdings war ich auch noch nie in der Luxus-Suite, deswegen weiß ich nicht, ob es anders ist. Weil wir haben ja hier schon eine richtige Mini-Küche. Das ist ja nicht nur eine Mini-Bar, so ein kleiner Kühlschrank, sondern mit Waschbecken und so. Aber, ja, keine Ahnung. Ich finde es jetzt nicht so wichtig, sagen wir es so. Ich finde es eigentlich so in Ordnung. Und wenn sonst irgendwer von euch noch eine Idee hat, was man hier noch machen könnte, dann sagt Bescheid, schreibt einen Kommentar dazu, weil das wären jetzt all meine Ideen. Der, hast du noch irgendeine Idee dazu? Also mir gefällt das Rot sehr gut, muss ich sagen. Also diesen erzielten Farbverlauf durch die halbrunde Lampe passt eigentlich ziemlich gut. Und ja. Also wärst du so zufrieden mit dem Raum oder würdest du sagen, da fehlt irgendwo noch was? Nee, also ich würde sagen, das passt so. Auf jeden Fall gemütlich, wenn man dann abends da sitzt. Okay. Ja, mal gucken. Mal gucken, ob da noch ein paar Ideen zusammenkommen. Ist ja natürlich auch nicht schlecht, noch ein paar mehr Ideen zu haben. Also bei dem Badezimmer unten gehe ich ja für so ein bisschen antike Ruinen-Look. Hier möchte ich ja schon eher so ein bisschen den Strand-Look auch. Das soll natürlich hier auch im Badezimmer wieder gespiegelt werden. Wobei die Suite nebenan ist natürlich die absolute Strand-Suite. Das heißt, die wird nicht ganz so abendlich romantisch aussehen. Das wird eher so ein bisschen Strand-Party-mäßig aussehen im Raum nebenan. Noch schon mal zur Vorwarnung. Deswegen denke ich mal, werden die Badezimmer da ziemlich gleich ausfallen. Denn das wird dann, glaube ich, ein ziemlich ähnliches Thema geben. Ich kann nicht das hier auch so ein bisschen wie Strand wirken lassen. Das wäre, glaube ich, ganz cool. So wie feiner Sandstrand. Oh, das ist doch eine passende Farbe. Wie Sandfliesen quasi. Weißt du? Ja. Fliesen aus Sand. Auf jeden Fall die Farbe. Wird man bestimmt richtig sauber, wenn man da ins Badezimmer geht. Die Idee wäre natürlich, einfach nochmal die Wand zu nehmen. Und die hier hinzupacken. So in die Badewanne, so richtig romantisch. Ja, genau. Und dann auch wieder hier natürlich
in Orange. Und das auch ein bisschen abdunkeln. Sieht auf jeden Fall ganz gemütlich aus, oder? Kann man machen. Ich hatte ja hier dieses Regal, wo diese ganzen Sachen drauf sind. Die würde ich schon gern mitnehmen. Ich würde aber das Regal dann natürlich ein bisschen anders gestalten. Aber es macht ja eigentlich schon Sinn, wenn die oben, also wenn die unten diese Luxusgüter haben, dass die anderen Suiten das natürlich auch bekommen. Die Frage ist nur, packe ich das da drüber oder hier drüber? Weil ich könnte das Regal ja sowohl hier hinstellen, also hier so ungefähr. Ich kann es auch da machen. Ich glaube, ich mache es tatsächlich lieber hier hin. Ja, würde ich auch sagen, weil wenn man so über die Badewanne hängt und wenn man daran möchte, muss man ja erstmal in die Badewanne krabbeln. Ja gut, das ist beim Rand balancieren. Das ist beim anderen, bei der anderen aber auch so. Da haben sie dann Pech. Echt? Ja. Ach so, stimmt, ja. Ja, dann sind die akrobatisch unterwegs. Ja, nur für Akrobaten, die Suite. Okay. Weil Handtücher sind wichtig. Die braucht es. Okay. Ich glaube, ich lasse es so. Ja. Ich habe halt so ein bisschen Angst, dass es alles ein bisschen zu simpel aussieht. Dass es nicht ganz so cool ist, wie die andere Speed vielleicht. Ein bisschen zu langweilig. Das sind da ja, jetzt gerade so ein bisschen meine Bedenken. Ja, bei der anderen Speed für das Thema gab es halt viele Sachen aus dem Sims-Menü quasi vorgegeben schon. Ja. Deswegen wirkt es vielleicht so. Aber ich würde schon sagen, also die Wand mit dieser Lampe ist auf jeden Fall ziemlich cool und dann die romantischen Kerzen und die nicht ganz so romantische Haupttürkerze. Das passt schon. Ja. Ich versuche das eigentlich auch noch sandig gelb wirken zu lassen, aber das ist vom Farbton kriegt man das einfach überhaupt nicht hin, weil die Badewanne so angestrahlt wird, weil das so eigenartig aussieht. Da würde ich schon fast, glaube ich, lieber Holz unten ran machen. Ich glaube, da packe ich tatsächlich so ein bisschen schönes altmodisches Holz ran. Ich glaube, das sieht hier ganz gut aus. Mhm. Das ist jetzt so eine spontane Entscheidung, dass da irgendwie Holz ganz gut aussieht. Mhm. Und dann nehme ich halt einfach dasselbe hier auch. Ja, finde ich okay. Passt. Kann man machen. Und für den Rest, also ich wollte eigentlich nicht die weiße Wand lassen, weil die weiße Wand habe ich hier auch nicht gelassen. Überleg halt, ob ich wieder sowas hier nehme. Oh, nicht für das Badezimmer. Ich verwechsel das immer, weil die direkt übereinander sind. Weil wenn ich von hier nach oben gehe, bin ich in dem. Deswegen habe ich halt auch immer falsch kopiert. So, ich meine das hier. Und hier... Was gibt's denn dann noch so? Ach so, ja, das wollte ich auf jeden Fall, sowas in die Richtung, wenn es sich dann mal zeigt. Ah, da ist es, sehr schön. Also ich habe hier halt Muscheln und so ein Kram, Muscheln und Wellen. Würde ich auf jeden Fall eins von beiden verwenden, für das Strandzimmer nebenan. Mhm. Aber ich glaube, hier passt es nicht ganz so gut. Also ich habe das Gefühl, das Zimmer wird auf jeden Fall auch thematisch wieder sehr intensiv gestaltet werden, weil da habe ich schon eine Menge Ideen. Nur die passen nicht ganz so gut hierher. Ich könnte natürlich die Wellen nehmen, aber ich finde, das passt halt einfach nicht so gut hierher. Nee, thematisch gehört es halt wirklich eher zu anderen Suite. Mhm.
Aber ich werde nochmal. Also ich werde mal gucken, ob ich hier vielleicht ein anderes Muster finde, was ich dann einfach hier oben einsetzen kann. Und zwar hierfür. Mal gucken, was sich da so findet. Ja, ist halt auch alles nicht so wirklich sonnenuntergangsmäßig. Aber vielleicht findet sich ja durch Zufall trotzdem irgendwas Cooles, was passen würde. Ich meine, schwieriges Thema, aber ich möchte jetzt auch nicht unbedingt eine komplett andere, also ich möchte die Suite eigentlich auch nicht anders gestalten, thematisch. Es muss ja auch nicht jeder Raum super heftig dekoriert sein. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen der Punkt. Hat ja auch jemand mal geschrieben, dass es vielleicht ein bisschen zu viel ist bei der Unterwassersuite. Ich glaube, der Person gefällt der Raum hier auf jeden Fall deutlich mehr, weil das hier doch ein bisschen dezenter gehalten ist in der Gestaltung. Ja. Und wenn man davon ausgeht, dass es eher eine romantische Pärchensuite ist, die sind da eh mit sich selbst beschäftigt. Die gucken noch nicht so auf die Deko. Aber die bezahlen ja hier auch schon einen Preis dafür, dass das hier ordentlich aussieht. Ist ja schon auch wichtig. Ja. Vielleicht einfach sowas hier. Blümchen. Nee. Ich will irgendwas Strandmäßiges. Ich weiß selbst nicht was, aber ich will was Strandmäßiges. Ach. Ja, genau, das ist total strandmäßig. Also daran habe ich jetzt eigentlich nicht unbedingt gedacht. Man kann auch super viel erkennen, wenn das da so abgebildet ist. Ne, das sind halt eindeutig Seile. Wow. Total spannend. Das will jeder in seiner Wand haben. Auf seiner Wand. An seiner Wand. Ich habe zu Hause bei mir eine Wand voller Seiltapete. Willst du das jetzt runtermachen, oder? Weiß es nicht, was du damit jetzt bezwecken wirst. Was soll das hier eigentlich darstellen? Sind das Moleküle oder? Also für mich sieht das irgendwie nach was Biologischem aus, nach was Organischem. Ja, irgendwie schon. Boah, keine Ahnung. Irgendwas halt. Irgendwas von den ganzen total tollen Sachen. Hätte mich ja schon ein bisschen mit dem hier. Vielleicht auch das hier angefreundet. Also mit irgendeinem dieser Muster. Mhm. Weil halt. Ja. Ich glaube, ich nehme das. Oder auch nicht. Ich nehme jetzt einfach das Muster, weil das sieht cool aus. Ich hab zwar keine Ahnung, was es mit Sonnenuntergang zu tun hat, aber fragt mich einfach nicht. Es sieht cool aus und es passt farblich und es hat irgendwie dieses gewisse Flair und deswegen bleibt das hier jetzt. Das passt halt auch so von der Höhe her super hier rein. Ich mag es. Ja, ich mag es auf jeden Fall. Jetzt brauchen wir eigentlich nur noch hier unten. Und ich glaube, ich mache das einfach genauso wie hoch. Weil das ist ja eh hier draußen. Was soll man da schon groß anders machen? Den einzigen Unterschied werde ich gleich noch machen. So. Dann hier, weil ich meine, warum sollten die was anderes auf ihrem Balkon haben als das? Einzigen Unterschied werde ich ein bisschen die Dekoration machen. Da hat nämlich Day und ich vorhin eine coole Entdeckung gemacht. Ja, wir haben eine Vase gefunden. Wofür hast du das gehalten? Für Hundenäpfe? Ich habe an Hundenäpfe gedacht. Ah ja, genau. Hundenäpfe. Und diese wunderschönen Hundenäpfe werden wir jetzt dekorieren, weil das eigentlich ganz cool aussieht. Ja, das stimmt aber. Als dann die Blumen drin waren, hat es auf jeden Fall das bestimmte Etwas.
Okay, einmal gucken. Die Pflanze kommt auf jeden Fall da rein. Die gehört dahin. Dann, was gibt es denn noch so? Die Pflanze passt da auch perfekt rein. Sieht cool aus. Ich brauche nur noch eine für die ganz große. Das ist die größte Hürde. Weil die meisten Pflanzen entweder viel zu groß oder viel zu klein sind. Das würde reinpassen. Könnte man machen. Mal schauen. Das würde ich jetzt auf jeden Fall noch als letztes machen, weil dann haben wir den kompletten Raum heute fertig und keiner von euch kann uns vorwerfen, wir wären unproduktiv gewesen in der Folge, nur weil Day dabei war. Wir waren super produktiv, wir haben den ganzen Raum fertiggestellt. Ja. Und das nächste Mal gucke ich dann noch, was ihr für Ideen für den Raum habt und ansonsten mache ich dann mit dem dritten Raum weiter, mit dem Strand. Partyraum. Ich nenne es einfach mal so. Ich glaube, Strandparty fasst das Ganze eigentlich so gut, ganz gut zusammen. Ich glaube, dann würde ich sogar tatsächlich die Pflanze hier nehmen, weil die hat am besten dazu gepasst. Also am besten von der Größe hier rein. So. Das sind relativ simple Pflanzen. Vielleicht war das auch beabsichtigt, dass diese Pflanzen hier reinpassen. Gut, ich weiß nicht, ob die jemals daran gedacht haben, dass Leute da Pflanzen reinstellen. Aber ich habe es jetzt gemacht und ich kann euch sagen, dass diese Pflanzen besonders gut reinpassen. Für den Fall, dass ihr da jemals auch mal Pflanzen reinstellen wolltet. Wieder was In diese gelernt. Futternäpfe. Sieht auf jeden Fall ganz in Ordnung aus. Und ja, ich habe das Problem, dass ich die jetzt auch alle nochmal ein bisschen umfärben muss. Sonst kann ich heute Nacht nicht ordentlich schlafen. Okay, und du wirst gelb. Nein, orange. Okay. Ja, ich finde, das sieht. Warte mal, kann man das nicht auch noch einfärben? Natürlich. Das hätte ich fast vergessen. Dass man das so. Was, wie sieht das denn aus? Ew, nein. Ich hätte das gerne einfarbig, danke. Kann man natürlich auch noch einfärben in einem wunderschönen Rotton. Oh, das ist so super. Oh, das ist so cool. Ich nehme das ab sofort öfters. Das ist ja toll. Warum habe ich die nicht öfters verwendet? Da kann man ja alles Mögliche draus machen. Okay, ich meine, so viel kann man jetzt auch nicht draus machen. Aber das ist eine zusätzliche Ebene der Dekoration. Die ist cool. Ich mag es auf jeden Fall. Ich find's schön. Ja. Gut. Jetzt sind wir aber auch schon mal 48 Minuten angelangt, weil ich jetzt unbedingt noch die Vasen einfärben wollte. Wird dann an der Stelle jetzt aber beenden. Es war schön mit dir, Day. Ja, es war schön, dabei zu sein. Es war sehr schön, mal jemanden dabei zu haben, der einem zuhört, wie man die ganze Zeit überlegt. Und ja, ihr könnt ja gerne sagen, wie ihr die Folge fandet, ob ihr Day für eine Bereicherung haltet. Oder ob ihr euch dachtet, so, ja, war jetzt keine große Veränderung, weil ich habe eh nicht viel mehr als sonst geredet. Ansonsten lasst reichlich Ideen da für diesen Raum, der bei Tag, wie gesagt, wirklich echt ziemlich langweilig aussieht. Aber. Der Glanz des Raumes liegt im Tag, liegt in der Nacht. Ich meine, er ist noch tagsüber voll okay, aber nachts sieht er halt wirklich besser aus und dann wird die ganze Stärke der Dekoration sichtbar. Ja, und dann, wie erwähnt, nächste Woche geht's in diesem Raum weiter. Da ist dann Strandparty los. Jo. Dann noch einen schönen restlichen Tag, eine schöne Woche. Bis nächsten Sonntag und Day hat die letzten Worte. Ich habe die letzten Worte. Okay, dann würde ich sagen, tschüss.